herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich drehe mal so eine kleine, wie man sagt, so eine Morgenroutine. Also für mich ist es ein guter Morgen. Ich bin gerade wach geworden und wir haben 9 Uhr. Anna schläft noch und ich mache mich jetzt fertig. Ich habe von der Nacht die Tapes noch an. Ne? Und deswegen legen wir jetzt los. Also viel Spaß bei dem Video. So. Also es tut nicht weh. Ne? Die gehen auch, seht ihr, gehen auch einwandfrei ab. Tut auch nicht weh. Ist ein kleiner Abdruck. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu fest gezogen. Hier ist gar kein Abdruck. Hier ist ein leichter Abdruck. Ja. Ja, man muss den Trick raus haben, wie man die Tapes ans Gesicht dran macht. Ne? Hier ist auch soweit alles in Ordnung. Ja, bis jetzt hatte ich im Gesicht keine Probleme, wie auch am Körper nicht. Außer am Bauch, an einer Stelle, da war es rot. Weil die Leonie mir auch an einer Stelle einfach zu fest gezogen hat und deswegen ja, hat es eben weh getan, beziehungsweise ist rot gewesen. Jetzt habe ich abgewartet, jetzt ist wieder alles abgeheilt und da kommen die Tage neue Tapes dran. So, jetzt wasche ich mein Gesicht. Ich schlafe seit Tagen sehr schlecht. Ich habe auch Halsschmerzen. So ein bisschen so angeschlagen, was Erkältung angeht. Es ist auch irgendwie keine richtige Erkältung. Also ich habe keine Ahnung, was das ist auf jeden Fall. Aber das ist so komische Halsschmerzen. Das und allgemein. Na. Aber okay. Das geht momentan überall rum, ne? Auch in den Schulen haben die Kinder teilweise bei uns momentan auch frühe Schule aus. Um ein paar Stunden. Ja. Also ich spiele mein Gesicht so ein bisschen. Ne? Auch die. Es klebt zwar nicht, so, also es klebt ja auch mit so Gesichtswasser ab und sowas, ne? Aber ich mach mal ein bisschen so. Tut mir auch gut, morgens so wach zu werden. Und dann schminke ich mich. Ich habe mir gedacht, ich klebe meine Wimpern heute. Mal gucken. Seit langem mal. Ups. So, jetzt wasche ich mein Gesicht ab. Es sieht schon jetzt so gut aus. Nass gemacht. So, nehme ich die Creme von Action. Die benutze ich extra, um zu testen. Und ja, also ja, klar, die Fältchen sind mir jetzt nicht weniger geworden. Aber ja, ist ganz interessant und die ist so eigentlich soweit so angenehm auch. Ne? Auf dem Gesicht, die zieht auch gut ein und ich meine, das ist hier so gut geworden hier. Vielleicht bilde ich mir auch ein, dass die Fältchen doch weniger werden. Oh, meine Augenringe, oh Mann. Ja, solange die Creme einzieht, bereite ich mir meine Augen vor und ja, wir haben heute einiges vor. Auch mein Tag wird ganz interessant. Ich habe ganz viele Termine. Da vlogge ich aber neben. Ich vlogge an diesem Tag heute auch noch für euch und nehme euch an unseren Terminen teil. Ne?
muss noch gucken, was ich koche. Ich habe keine Ahnung. Ich keine Ahnung, was man essen soll. Also ich versuche mal. Ich gehe auch gleich auf die Waage. Ich habe schon Panik, auf die Waage zu gehen, weil bei mir klappt das nicht. Mit gar nichts. Mit gar nichts abzunehmen. Also ich glaube, ich ziehe mich erstmal an. Total ungewohnt, seit langem so ein Wimpert dran zu haben, so eine schöne lange. Hat bei mir auch gerade ein bisschen gedauert. Ich finde meine andere Zange nicht, die ich normalerweise habe, dazu. Jetzt klebe ich mir die zweite drauf. So, jetzt klebe ich meine Haare nochmal. Ich habe sie gestern geglättet, aber die sind trotzdem irgendwie schauen sie in verschiedene Richtungen. Egal. Lassen wir so. Passt auch. Gut. Das spüre ich schon. Ich spüre jetzt schon die Hände ab. So. Ich nehme euch jetzt mit. Ich liebe diesen Lippenstift. Einfach. Das, was ich dazu benutzt habe, kommt einfach am Ende des Videos, kommen einfach die Bilder, also die Schminke, die ich dazu benutzt habe. Ja, ist ein bisschen knallig, aber die Xenia liebt das ja so. Jetzt gehen wir die Anna wecken, beziehungsweise die Anna anziehen und ja, dann gehe ich mit ihr frühstücken. Sie schläft noch ein. Anna so gerade Sachen ausgesucht. Sie schläft ja noch. Von daher. Ja, werde ich dann das Video somit beenden. Sie schläft noch, sie möchte noch schlafen. Dann lasse ich sie schlafen. Dann gehe ich mir einen Kaffee machen, kümmere mich um meine Mama und dann sehen wir weiter, was der schöne Tag uns so bringt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wollte euch ein bisschen mehr mitnehmen. Das nächste Mal mache ich das aber dann meine volle Morgenroutine vom Aufstehen bis zum Frühstück. Mache ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne das nächste Mal dann. Ja, drücke euch alle ganz, ganz, ganz so lieb, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, haltet euch gesund wie möglich. Und wenn ihr krank seid, bitte schnell gesund werden. Das versuche ich auch jetzt die Tage. Ja, habt euch alle ganz, ganz doll lieb. Bis morgen, bis zum neuen Video. Eure Xenia.